Hallo und herzlich willkommen bei GamesTV 24 Daily. Wir hoffen, ihr hattet eine angenehme Nachtruhe. Die Welt dreht sich weiter, trotz einiger Ereignisse aus den USA. Richtig, genau. Und zwar auch in der Spielewelt. Ja. Unter anderem mit Far Cry 3 Blood Dragon mal wieder. Mhm. Ubisoft, Master of Orion, der Xbox, dem Preview-Programm. Richtig. Dann CD Projekt und DICE. Ja. Overwatch. Was haben die miteinander zu tun? Need for Speed. Need for Speed, genau. Wir fangen an mit Far Cry 3 Blood Dragon. Das ist auch gleich eine gute Nachricht. Ist heute gratis bei Uplay erhältlich. Da gibt es ja dieses Programm zum 30-jährigen Filmjubiläum von Ubisoft. Da gab es unter anderem schon Rayman und The Crew war, glaube ich, auch dabei und Beyond Good and Evil und so weiter. Und jetzt ist eben Far Cry 3 Blood Dragon dabei. Genau. Und das ist eigentlich ein ganz witziges Far Cry, wenn er sich erinnert, das ist so eine Hommage an die 80er Jahre Actionfilme und ganz witzig gestaltet eigentlich, ist eigentlich eher so ein kleiner Standalone-Titel von Far Cry 3 damals. Und genau, 2013 kam es raus, jetzt ist halt kostenlos. Genau, nimmt man auch gerne mit. Wir bleiben bei Ubisoft. Ihr erinnert euch vielleicht, da war ja diese Übernahmegeschichte vor ein paar Wochen. Ubisoft hat da befürchtet, dass Vivendi, ein anderer großer Konzern, an einer Unterhaltungskonzern, an einer Übernahme von Ubisoft interessiert sei, da entsprechend so die Aktien erhöht hat. Und ja, diese Sache läuft jetzt wohl weiter, nachdem Ubisoft zuletzt im September 2016 Anteile am Unternehmen sozusagen zurückgekauft hat. Die jetzigen Besitzer, da gehört ja auch der Yves Guillemot zu, der derzeitige CEO, der hält ja auch Anteile an dem Unternehmen, hat nun Vivendi wieder neue Wertpapiere von Ubisoft erworben. Es ist ein großes Tauziehen eigentlich. Einmal kaufen die Guillemots wieder Aktien dazu, dann kauft wieder Vivendi Aktien dazu. Und momentan schaut es so aus, dass Vivendi 24% hat. Und Ubisoft, also die Guillemots quasi, 21,3% der Aktien. Und ja, im Juni 2016 konnte Vivendi die Mehrheit am französischen Spielehersteller Gameloft übernehmen. Die, das ist ja auch eine Mobile-Firma von den Guillemot-Brüdern gegründet ebenfalls. Und die wollten eigentlich auch nicht übernommen werden. Und Vivendi hat es damals schon geschafft. Ubisoft ist aber ein ganz anderes Kaliber als Gameloft. Genau, sie müssen halt natürlich die Mehrheit der Aktien sozusagen erwerben. Dem müssen die Aktionäre natürlich auch zustimmen. Und dann können sie sozusagen das Unternehmen leiten. Es ist ja auch so, dass es da auch um so andere Geschichten geht, wie dass ein Vivendi-Mitglied oder ein Vivendi auch dann Teil der Geschäftsführung wird. Also dass der Vorstand erweitert wird. Einem bestimmten Status und dass die halt dann die Geschicke von Ubisoft steuern wollen. Das möchte Ubisoft nicht. Also der Guillemot, der will gerne da weiter den Ton angeben im Unternehmen. Der Herr Yves Guillemot, der sagt sogar drastische Konsequenzen an, wenn Vivendi tatsächlich eingreifen sollte. Und zwar will er das Unternehmen verlassen, falls das so passieren sollte. Also momentan erinnert mich das so, wie wenn die schleicht da so irgendwie um die Maus rum, Ubisoft so die Katze, und irgendwann schlägt sie dann zu. Wir werden mal sehen, wie das weitergeht. Ist jedenfalls für Leute, die sich für so Börsenspielereien interessieren, ist es eine ganz spannende Geschichte. Der ganz kleine News zum Master of Orion, wer das spielt, also ich bin ein großer Master of Orion Fan, die können sich bald auf Mods freuen, denn der Mod-Patch ist ab sofort erhältlich und das heißt, Spieler können ihre eigenen Mods erstellen mit den Assets und über den Steam Workshop das anderen Leuten zur Verfügung stellen. Wie von Wargaming versprochen, die stehen ja hinter diesem nicht Remake, sondern quasi Reboot der Reihe und von daher, da gibt es dann halt was Kostenloses. So, jetzt geht's zum Xbox Preview Programm. Das ist nämlich auch eine schöne Entwicklung für Leute, die sich dafür interessieren. Vorher war das ja sozusagen auf eine bestimmte Gruppe nur beschränkt. Ne? Sogenannte Insider. Also jetzt heißt es Insider-Programm. Vorher war es das Preview-Programm. Ja. Aber es ist ein bisschen seltsam formuliert, weil die Gruppe wird so groß, dass alle eigentlich spielen können. Es gibt keine Gruppe mehr. Jeder, der möchte, der kann sich in dieses Programm einklinken. Da kann man dann beispielsweise Spiele eine Woche vor Release zum Beispiel für eine bestimmte Zeit spielen halt. Das ist dann meistens so Zeit. So wie EA Access ungefähr. Solche Geschichten, genau. Es gibt auch dann natürlich experimentelle Spiele, Applikationen und so weiter. Systemupdates sind wohl nicht mehr dabei. Das war vorher so. Das ist jetzt nicht mehr dabei. Das Ganze nennt sich, wie du schon sagst, Xbox Insider Programm. Das dauert, es werden aber nicht alle sofort freigeschaltet, sondern es dauert halt eine Weile. Das wird so ein sogenannter Rollout. Also nach und nach werden User dafür freigeschaltet. In Wellen quasi. Ja. Aber theoretisch kann jeder mitmachen. Vorher war das eben so eine kleine elitäre Gruppe, die das also so, wie man es früher aus Beta-Tests eigentlich kannte. Ja. Und jetzt ist das eher so Early Access-mäßig. Ja.
nicht mehr mitmachen bei DICE, macht der ehemalige VP General Manager Patrick Back oder Bach, Bach, je nachdem, wie ihr das aussprechen wollt. Den kennen sehr, sehr viele. Der ist ja wirklich schon so seit 15 Jahren ein Gesicht da bei DICE. Bei Rally Sport Challenge 2 war er das erste Mal dabei bei DICE. Das ist ein Spiel, wo sich wahrscheinlich wenige daran erinnern werden. Aber er war auch federführend bei Battlefield Bad Company zugegen, also das letzte Battlefield vor Battlefield 1, und danach war er Executive Producer für die gesamte Battlefield-Reihe, also in dem Fall auch für Battlefield 1 verantwortlich. Genau. Und der ist jetzt nach offiziellen Angaben aus persönlichen Gründen ausgeschieden, also er möchte sich mehr um seine Familie kümmern. Genau. Bei CD Projekt, das sind ja die Witcher-Entwickler oder auch Cyberpunk 2077, da geht Damien Monnier, genau, der war Lead-Designer von, ja, und jetzt kommt's, Gwent. The Witcher Card Game. Genau, der hat mit einem anderen Entwickler zusammen damals beim Witcher 3 das Minispiel Gwent quasi implementiert, hat sich das auch ausgedacht. Angeblich der Gerüchteweise irgendwie so in einer Nacht hat er das ganze Spiel quasi erfunden, und der geht jetzt, der war natürlich dann auch federführend für das neue Gwent-Sammelkartenspiel, das vollwertige ist. Und eigentlich ist das ja gerade während die Entwicklungszyklus ist ja noch nicht abgeschlossen bei Gwent, das wird ja noch gerade weiterentwickelt. Es laufen ja die Betas und so weiter. Und normalerweise geht man da nicht als Lead-Designer, es sei denn, da ist irgendwas vorgefallen. Vielleicht ist er unzufrieden geworden, vielleicht ist das CD-Projekt unzufrieden geworden, vielleicht ist es was Persönliches, keine Ahnung, wissen wir nicht. CD-Projekt Red hat auf jeden Fall gesagt, dass es im beiderseitigen Einverständnis geschehen ist, und also mehr kann man auch nicht dazu sagen. Oft kommt da auch nicht irgendwie was ans Tageslicht, was da jetzt genau passiert ist. Wenn die da ist auf jeden Fall interessant, dass das mitten im Entwicklungszyklus also passiert ist. Also bei dem Herrn von DICE war es relativ guter Zeitpunkt auszuschalten, weil Battlefield 1 ist released fertig und er hat sein Baby abgeliefert und dann kann er jetzt nach Hause gehen, und hier ist das ein bisschen seltsam. Das ist schon der Vergleich mit dem Baby. Gut, also wissen wir nicht genau, was da passiert ist. Jedenfalls hoffentlich schadet es dem Spiel nicht, aber man muss ja nicht von ausgehen, weil es ist ja nicht nur der Herr Monnier, der das da entwickelt hat, sondern da stehen natürlich ganz, ganz viele dahinter. Unter anderem auch ein weiterer Lead-Designer, der eben auch damals noch mit das Minispiel entwickelt hat. Also, und der hat natürlich ein riesiges Team noch unter sich, und hängt nicht alles an einer Person. Vielleicht kommt es ja noch irgendwie raus. Overwatch, ja, da ist, haben wir gestern schon ein bisschen auch drüber gesprochen, da ist jetzt auf dem PTR das neue Update freigeschaltet worden. Der Testserver von Blizzard. Genau. Kann übrigens jeder PC-Nutzer von Overwatch kann sich da diesen PTR-Client runterladen und kann das ausprobieren. Das ist halt ein anderer Client, der halt auf den Testserver geeicht ist sozusagen. Und jetzt könnt ihr die Heldin Sombra ausprobieren. Das und ist den Arcade-Modus. Und den Arcade-Modus, genau. Sombra ist ja diejenige, die so Hacker-Fähigkeiten hat. Das war ja sehr, sehr witzig im Rahmen der BlizzCon. Die hat sich ja da in den Stream reingehackt sozusagen. Arcade-Modus, genau. Und es wurde alles im Rahmen der BlizzCon ja sozusagen enthüllt, und jetzt könnt ihr es halt ausprobieren. Unter anderem auch die neue Map Echo Point Antarctica und die ebenfalls angekündigte Control Map Oasis wird laut Blizzard im Dezember 2016 auf dem PTR. Genau. Dann also in Kürze. Ja. Genau. Und dann irgendwann, wenn das halt gut genug getestet ist, kommt es dann auch ins Hauptspiel. So, wie geht's eigentlich weiter mit Need for Speed? Da wird ja an einem neuen Teil gearbeitet, aber sehr im Stillen. Genau. Aber jetzt ist mal wieder ein Patentantrag eingereicht worden mit dem Namen Need for Speed Arena. Arena. Klingt so ein bisschen nach Multiplayer. Gut, nicht so überraschend bei einem Autospiel. Mal gucken, ob sie wieder so komische Fatzken dabei haben, wie im letzten Need for Speed. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast. Da waren ja diese ultra coolen Racer und diese, so. Ja. Diese Trailer haben mich schon ein bisschen abgeschreckt. Früher habe ich gerne Need for Speed gespielt, aber das ist schon länger her. Ja, mal schauen. Mehr Infos wollt ihr haben? Ja, wir auch. Mehr Infos gibt es zurzeit noch nicht. Ist noch nicht bekannt gegeben worden, aber dieser Name Need for Speed Arena klingt schon irgendwie, könnte schon so sein. Ja. Ne? Oder es ist vielleicht auch nur eine Multiplayer-Komponente, so ähnlich wie Red Dead Online für Red Dead Redemption. Kann schon sein. Also auf jeden Fall werden wir nächstes Jahr mehr wissen, weil der Racer soll schon 2017 erscheinen. Genau. Das war's für heute. Ich gestikuliere heute nochmal so ein bisschen. Ich habe heute so meinen Gestikuliertag. Ist dir schon aufgefallen? So. Ja.
Ja, schaut einfach nach. Es gibt, was arbeiten wir gerade dran? Wir haben noch ein bisschen was nachgeliefert zu Call of Duty, habt ihr vielleicht gesehen schon. Dishonored 2 solltet ihr nicht vergessen, dass da vielleicht was passiert. So, Watch Dogs 2 könnte auch demnächst was passieren. Ne? Dürfen wir noch nicht so viel drüber reden? Noch nicht so viel. Nee. Noch nicht so viel, aber... Wir würden gern. Aber es wird spannend. Also, dranbleiben und bis morgen. Tschüss.